Wenn ich nachts auf die Straße gehe, habe ich wirklich immer Angst, und zwar so dolle Angst, dass ich niemals ohne mein Pfefferspray rausgehen würde. Als Frau ist es so normal, nachts Angst zu haben auf dem Heimweg. Leider wurde ich einmal komplett auf meinem Nachhauseweg von zwei Männern verfolgt. Diese drei Sätze reichen eigentlich schon aus, um zu zeigen, wie dramatisch die Situation für Frauen sein kann. Man ist nachts alleine unterwegs, muss wohin, man hat Angst und fühlt sich nicht sicher. Laut den Statistiken des Bundeskriminalamts werden pro Jahr 140.755 Personen Opfer von Gewalt. Davon 18,7% Männer und 81,3% Frauen. Ich habe mit drei Frauen gesprochen. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, was sie erlebt haben und was für Vorkehrungen sie treffen, um sich sicherer zu fühlen. Ob durch den Park im Dunkeln oder sogar der Weg zum U-Bahnhof. Für viele Frauen ist es Normalität, sich nicht sicher zu fühlen. Ich habe, egal zu welcher Jahreszeit, immer einen übergroßen Pulli dabei, ob es warm ist oder ob es kalt ist. Und sobald ich aus dem Club rausgehe, ziehe ich den an und mache die Kapuze auf und fühle mich dadurch tatsächlich ein bisschen sicherer, weil ich eben nicht mehr so ganz weiblich aussehe. Also sobald ich mich unsicher fühle oder unwohl oder merke, dass jemand vielleicht hinter mir ist, auch wenn er einfach nur auf der Straße ist, nehme ich meinen Schlüssel, Bund, und halte ihn in meiner Faust, sodass, wenn was wäre, ich sozusagen einen Schlüssel mich damit verteidigen könnte. Also wenn ich den Club verlasse, nachts um drei oder so, überlege ich sofort, wie ist mein Heimweg, ist der dunkel, ist der hell, sind da noch Leute unterwegs, und je nachdem muss ich mir dann eine sichere Möglichkeit, nach Hause zu kommen, suchen. Für einige Frauen ist auch schon Erlebtes immer noch belastend. Als ich 14 war und von meiner Freundin nach Hause gehen wollte, es war schon dunkel und ich gemerkt habe, dass mir zwei Männer aus einer Garageneinfahrt mich verfolgen und mich nicht mehr gehen lassen haben, und es dann letztendlich damit geendet hat, dass ich in eine Bar reingegangen bin, die Gott sei Dank da war, und die Polizei gerufen habe. Es ist letztens auch wieder was in Husum passiert, mit einer Joggerin im Park. Wir unterhalten uns darüber, und ich merke dann immer, das stößt bei mir auch immer wieder aufs Neue an, wieder noch mal mehr zu überlegen, wie komme ich eigentlich nach Hause. Also es macht immer wieder eigentlich was mit mir. Viele Frauen fühlen sich alleingelassen. Städte beschränken sich im Allgemeinen darauf, Wege und Straßen zu beleuchten. Weitere Sicherheitsmaßnahmen gibt es nicht. Die sicherste Variante ist für viele Frauen daher das Taxi oder das Uber. Umso größer der Schock, als jetzt bekannt wurde, dass in den USA über 500 Frauen gegen Uber eine Sammelklage eingereicht haben. Sie alle geben an, auf der Heimfahrt von den jeweils gebuchten Fahrern sexuell belästigt worden zu sein. Ein großer Schock. Ich habe mir schon öfter ein Uber genommen, und als ich dann gehört habe, dass es da auch Vorfälle gab, das hat mich echt schockiert, weil das so mit der einzige Weg ist, bei dem ich mich noch sicher fühle, weil er mich ja theoretisch vor der Haustür auch absetzt. Taxi nehmen, Uber bestellen, das alles kann ziemlich teuer werden und ist vielleicht ja eben auch manchmal gar nicht das Sicherste. Jetzt gibt es ein paar gute Möglichkeiten, die Frauen helfen sollen, sicher nach Hause zu kommen. So zum Beispiel das Heimwegtelefon in Deutschland oder auch eine App, Viola Walk Home. Für alle erreichbar, nicht nur für Frauen. Man loggt sich ein und wird per Videoanruf bis nach Hause begleitet. Ich selber habe diese App auch schon benutzt und fühle mich damit sehr viel sicherer. Bei Viola Walk Home gibt man einfach seinen Standort und die Uhrzeit, wann der Call benötigt wird, ein. Dann stehen einem 25 Helfer und Helferinnen ehrenamtlich in 16 Sprachen zur Verfügung. Ich finde Heimwegtelefone oder generell Angebote, damit man sicher nach Hause kommt, und wenn es nur gefühlt ist, sehr sinnvoll, und es sollte es viel mehr geben und auch viel mehr Werbung dafür gemacht werden. Ich denke, auf Dauer sind Dinge wie das Heimwegtelefon schon eine günstigere Alternative zum Uber zum Beispiel. Zu sagen, Frauen seien selbst schuld, wenn sie sich nachts auf gefährliche Wege begeben, zählt für mich überhaupt nicht, weil Stadt und die Nacht gehört allen, Männern und Frauen. Apps und Assistenztelefone. Wahrscheinlich ist das nur der Anfang. Denn auch wenn das Problem mittlerweile im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, tragfähige Konzepte für eine verbesserte Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum sind nicht in Sicht. Die Hoffnung also sind weitere technische Innovationen, damit alle Frauen sicher nach Hause kommen.